Hallo, bevor du das Video startest, abonniere bitte meinen Kanal. Dr. MC Stuffins startete ihren Tag in der Klinik voller Energie. Als sie das Wartezimmer betrat, wurde sie von einer Menge Spielzeuge und Kuscheltiere begrüßt, die alle ihre Hilfe benötigten. Dort standen Puppen mit fehlenden Knöpfen, Spielzeugautos mit kaputten Rädern und Plüschtiere mit kleinen Rissen und Löchern. Der Raum war erfüllt von leisen Gesprächen, während die Spielzeuge geduldig auf ihren Termin warteten. Dr. MC Stuffins lächelte freundlich und rief ihren ersten Patienten herein, einem kleinen Teddybären mit einem Riss im Arm. Sie setzte ihn vorsichtig auf die Untersuchungsliege und begann mit der Untersuchung. "Keine Sorge, Herr Bär", sagte sie beruhigend. "Wir werden deinen Riss schnell wieder reparieren." Mit geübten Händen nähte sie den Riss sorgfältig und fügte ein kleines Herzchenpatch hinzu. Herr Bär lächelte dankbar mit seinem neu reparierten Arm und bedankte sich bei der Ärztin, bevor er ins Wartezimmer zurückging. Als nächstes war ein Roboter an der Reihe, dessen Arm nicht mehr richtig funktionierte. Der Roboter, aus Metall und Drähten gebaut, sah besorgt aus. "Ich glaube, meine Schaltkreise sind durcheinander", sagte er stockend. Dr. MC Stuffins untersuchte den Roboter gründlich und öffnete das Rückenteil, um die Verkabelung zu überprüfen. "Ich sehe das Problem", sagte sie zuversichtlich. Nach einigen Anpassungen und ein wenig Öl für die Gelenke funktionierte der Arm des Roboters wieder einwandfrei. "Du bist wie neu", erklärte sie. Und der Roboter summte glücklich. Als Dr. MC Stuffins sich auf den nächsten Patienten vorbereitete, sah sie die lange Schlange von Spielzeugen, die noch auf ihre Hilfe warteten. Da war ein Spielzeugzug mit einem lockeren Rad, eine Puppe mit verfilzten Haaren und sogar ein Dinosaurier mit einem abgebrochenen Zahn. Sie wusste, dass es ein langer Tag werden würde, aber sie war bereit. Mit ihrem magischen Stethoskop um den Hals und einem Lächeln im Gesicht war Dr. MC Stuffins.